68er California Special. So Leute, der zweite Tag ist angebrochen. Wir sind hier auf dem Pomona Swap Meet. Wir haben es jetzt, glaube ich, 8 Uhr, 8.30 Uhr. Die ersten Autos sind schon da. Natürlich kann man hier auch ein bisschen was kaufen. Wir werden mal schauen, ob auch wirklich was Passendes dabei ist. Erfahrungsgemäß wissen wir, dass die Preise hier relativ hoch sind. Aber wir gucken uns das mal an. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit, weil hier gibt es auch echt verrückte Autos, die gar nicht zum Verkauf stehen, aber die muss man gesehen haben. Und da haben wir Bock drauf und deswegen nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß dabei haben. Also, los geht's. So Leute, hier haben wir was gefunden, was echt cool ist. Das ist ein 68er California Special. Die gab es nur 68. Und so wie der hier aussieht, hat er auch echt noch Erstlack. So, how many owners did it have? I'm the third owner. Okay. Yeah, cool. This car was originally from San Jose. Okay. Wow, it still has the original stamps, huh? Yeah. Cool. That's pretty rare. I just had my mechanic go through the whole carburetor, new master cylinder, new brake booster. Okay. Has disc brakes in the front. Sieht echt cool aus, das Ding, muss ich echt sagen. Vor allem, der hat noch die originalen Sitze, der hat noch teilweise Originallack drauf. Was du hier siehst zum Beispiel, dass hier der Klarlack schon runterpoliert ist, aber das hat Charakter auf jeden Fall, ne? So, das Auto, das war echt cool. Mit dem Verkäufer haben wir uns gerade unterhalten. Der ist leider nicht zu verkaufen. Der hatte nämlich 2 Stück, hat gerade einen nach Japan verkauft. Und ja, das hat das Problem, ne? Wenn du coole Autos hast dann, und die Besitzer sind eng mit denen verbunden, dann hast du das Problem, die wollen die gar nicht verkaufen. Oder die hauen da eine Zahl raus, da wird die schwindelig und dann willst du das Auto gar nicht haben. Der war ganz cool. Das Auto ist auch wirklich schön original gewesen. Ein paar Sachen nachlackiert, aber das war völlig in Ordnung. California Special gibt es immer seltener. Ich glaube, es wurden ungefähr 2500 Stück gebaut. Aber leider nicht zu verkaufen. Also müssen wir weitersuchen. Es ist echt schwierig, irgendwie so ein Auto im mittleren Preissegment zu finden. Also gerade bei den Ford Mustangs, wo wir uns jetzt hier im Preissegment von ja, 15.000 Dollar bewegen. Bis das Auto in Deutschland ist mit TÜV, mit Umbauten, dann sind wir bei über 20.000. Aber die Autos sind es hier einfach nicht wert. Wenn man sich die Details anschaut und in die Ecken guckt, wo dann der Rost sich versteckt, ja, es ist nicht das Gelbe vom Ei auf jeden Fall, ne? Also man muss wirklich schon ganz genau darauf achten, wohin man geht und was man kauft, ne? Wenn man sich manchmal so die Angebote hier anschaut, dann ist es wirklich schlimm, was hier angeboten wird. Ne? Auch das Auto hier, sehr original, aber überall rostig, also überhaupt gar nicht interessant, das mitzunehmen. Ne? Das ist auch das Coole an Kalifornien. Du findest auch Autos, die wirklich ihr ganzes Leben lang trocken gestanden haben. Hier haben wir einen Pontiac von 37, der wirklich noch den Erstlack drauf hat. Wie oft findet man sowas noch? Ne? Also das hat halt auch die Sonne als positiven Aspekt. Dafür sind meistens die Innenausstattung hin, aber ja, das sieht schon, also man sieht selten noch so alte Autos im Erstlack, ne? Und das Coole ist, was ich hier gerade lese, ist, das Auto ist ein One-Owner-Car. Das heißt, wahrscheinlich hat eine Familie nur dieses Auto besessen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Erstbesitzer 37 das Auto neu gekauft hatte, weil dann müsste er ja wenigstens in den 20ern geboren sein. Das heißt, er wäre jetzt fast 100 Jahre alt. Ich vermute, da wird eine Familie das Auto besessen haben. Also Jahrgang 37 und eine Familienhand, das ist schon wirklich selten. Also auch für jüngere Jahrgänge. Also Mustangs aus erster Hand, das ist schon schwierig. Und die kommen meistens aus den 60ern. Aber irgendwas aus 37 aus erster Hand, das ist schon ein stolzes Stück. Dann gibt es hier auch echt hübsche Autos oder wirklich auch gut ansehnliche und gut restaurierte Autos. Und die sind leider nicht zum Verkauf, die sind dann einfach nur zur Ausstellung da. Ne? Aber es ist trotzdem schön, sie hier zu haben.
was richtig Geiles. 58er Impala gibt es eigentlich relativ wenig als Cabrio. Sieht echt schön aus, wenn man sich den genauer anschaut. Hat er natürlich auch 1, 2, 3 Macken. Aber also der Amerikaner würde dazu clean sagen. Und das ist er. Also so der allgemeine erste Eindruck ist wirklich gut. Der Interieur sieht schön aus. Ich würde jetzt auch gar nicht so großartig nach Fehlern suchen wollen, weil so in einem gesamten Auftritt sieht das Ding echt cool aus auf jeden Fall. So, ich wollte jetzt eigentlich hier einen Award ausgeben für den geilsten Truck auf der Messe. Aber im Detail ist das schon wieder eine Katastrophe. Ne? Da blättert der Lack ab und solche Sachen. Von 10 Feet away, also so 10 Metern Entfernung, sieht das echt cool aus. Kann man echt sagen, geiles Auto. Aber im Detail leider, boah. Ja, Showcar halt, ne? Hier haben wir so ein Paradebeispiel. Wir haben jetzt hier einen Chevy Stepside Pickup Truck. Davon gibt es eigentlich relativ viele und die sind auch coole Gebrauchswagen gewesen für die ganzen Farmer und sowas. Jetzt verlangt der Typ hier eine Summe, oh, da wird mir schwindelig, ne? $15,000. Und wenn wir uns vorne die Motorhaube angucken, dann ist die schon durchgerostet. Also das ist halt die Kehrseite des ganzen Preistreibens hier. Ne? Aber man muss es zum Glück ja auch nicht kaufen. Ne? So, wer kennt die nicht, den Bandit, ne? Wir haben hier ein 77er Pontiac Trans Am. Sieht auf den ersten Blick ganz cool aus, aber wenn man sich das leider ganz genau anschaut, auch wenn man hier mal in die Ecke schaut, also man muss wirklich vorsichtig sein und vor allem wirklich das Auto gründlich prüfen, wenn man hier was kaufen will. Das hat einfach damit zu tun, die Leute wollen es verkaufen und die frischen die Autos vorher nochmal auf und leider sind die Autos in der Substanz gar nicht so gut, wie sie oftmals zu sein scheinen. Ne? Also schade drum. Aber wir gucken mal weiter, vielleicht finden wir ja noch was anderes. So Leute, jetzt habe ich ja was gefunden, was ich echt cool finde. 56er Bel Air ohne B-Säule. Gibt es relativ selten, man sieht die Trims fehlen. Beim 56er ist es anders als beim 55er oder 57er. Da geht nämlich der Streifen, der vom Heck geht, bis über die Tür und bis zum Kotflügel, bis da vorne. Man sieht das hier so schön. Deswegen finde ich den 56er am coolsten. Es gibt aber viele, die den 57er mit seiner noch größeren Flosse hinten cool finden. Aber das sieht man schon selten, ne? Also das ist schon eine coole Sache hier. Also auf dem Automarkt haben wir nichts gefunden, das ist natürlich schade, aber wir gehen jetzt rüber zum Teilemarkt, weil mit leeren Händen können wir ja hier nicht einfach so rausgehen. Ne? Also los geht's. Das Spielzeug noch aus Blech gemacht worden ist, ne? Sieht echt cool aus. Jetzt haben wir hier ein sehr cooles Auto gefunden, 59er Impala, sehr selten. Der sieht auch aus, als hätte er den ersten Lack drauf, mit ein bisschen ersten Spachtel, aber auch fies angerostet. Also das sind dann Autos, die außerhalb meistens aus den Nord- oder aus den mittleren Staaten nach Kalifornien gebracht werden zum Verkauf.
Aber wenn du die Grundstruktur anguckst, dann ist der schon so durchgerostet, dass da ist sehr viel Arbeit notwendig, dass du das Auto wirklich wieder gesund aufbauen kannst, ne? Weil einfach viel Material schon fehlt. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Also wir haben uns jetzt hier den Teilmarkt angeschaut und wir haben einfach nichts Sinnvolles gefunden. Wir hätten jetzt irgendeinen Krimskrams mitnehmen können, aber schade um das Gepäck. Es ist wie verhext, aber wir konzentrieren uns einfach wieder auf das, wofür wir hier sind. Und zwar nämlich, um ordentliche Autos zu kaufen. Keine geschminkten Leichen, kein Krimskrams, keine Spachtelbomber, sondern wir gucken, dass wir wirklich ordentliche Sachen finden. Der Plan ist, dass wir heute noch ungefähr 8 Stunden Richtung San Francisco fahren. Dort werden wir uns mehrere Autos anschauen. Selbstverständlich kommt ihr mit. Das wird dann ein neuer Tag und ein neues Video und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.